Heute möchte ich mit dir die 5 besten Tipps zum Sparen teilen. Denn wenn es um finanzielle Freiheit geht, gehört halt Sparen auch mit dazu. Und die Frage ist immer, wie kann ich das machen, dass es Spaß macht? Geld wird ja immer dann ein Thema, wenn man keins hat. Wenn man genügend hat, ist Geld nicht das Thema. Aber die Frage ist, wie komme ich dahin, dass ich genügend habe? Und wie gesagt, wenn ich es nicht habe, dann wird es wichtig und dann nimmt es halt auch viel Platz ein. Deswegen heute mal dieser zweite Punkt des Sparens und da die 5 wichtigsten Tipps von meiner Seite. Der erste Tipp ist wirklich, jeden 5-Euro-Schein, der reinkommt, auf die Seite tun. Das ist total spannend, was du innerhalb von 2, 3, 4, 5, 6 Monaten auf einmal auf der Seite hast, wenn du einfach nur jeden 5-Euro-Schein, der reinkommt, auf die Seite tust. Der zweite Tipp ist, jeden Tag 1 Euro in ein Sparschwein stecken. Ich habe mir damals extra ein Glas Sparschwein gekauft und mir angewöhnt, es geht um die Gewohnheit. Ja, wenn du keinen Euro schaffst, dann kannst du mit 50 Cent anfangen, aber an sich ist 1 Euro super. Steck jeden Tag 1 Euro in dieses Sparschwein. Am Ende des Monats leerst du das Sparschwein und die Hälfte kommt auf die Seite und ist für deinen Spaß gedacht. Etwas, was dir gut tut. Denn wenn es dir gut geht, dann wirst du automatisch noch anziehender auch für Geld. Also die Hälfte für dich, für deinen Spaß. Und die andere Hälfte, die tust du wieder zurück ins Sparschwein. Und jeden Tag wieder 1 Euro rein. Sodass du jeden Monat ein bisschen mehr für deinen Spaß hast, aber gleichzeitig dir etwas ansammelst, etwas sparst, das du dann nach 3, 4, 5, 6 Monaten ja sinnvoll anlegst und investierst. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den ich dir empfehle beim Sparen, runde auf 0 ab. Schau am Abend in deinen Geldbeutel und was ist da drin? 17,80 Euro. Dann würden 7 Euro wegkommen. Auf 0, 7,80 Euro wegkommen. Auf 0 abzurunden. Ist in einem Geldbeutel 43 Euro drin, kommen 3 Euro weg. Auf 0 abzurunden als Angewohnheit, um dein Freiheitskonto zu füllen. Dein finanzielles Freiheitskonto. Das ist der dritte Tipp. Der vierte Tipp ist, und das kennst du vielleicht schon, diese Empfehlung, wenn du das Buch gelesen hast, das ich immer sehr gerne empfehle, vom T. Harv Eker, So denken Millionäre. Das ist ein geniales Buch. Dann tust du zu Hause dir aufstellen 5, ja so Marmeladengläser habe ich gemacht und beschrifte stehen. Eins kommt mit Spaß drauf, eins mit Bildung, eins mit langfristigem Sparen, eins mit Sparen. Und das fünfte ist für deinen Bedarf. So, und alles was reinkommt, teilst du am Monatsanfang 10% in Spaß, 10% in Bildung, 10% in langfristiges Sparen, also das Geld, wo du nie anrührst, und 10% in Sparen für so Sachen, Waschmaschine geht kaputt, Autoreparatur, was auch immer so ansteht. Also das so aufzuteilen und, Entschuldigung, 5 sind es, eins habe ich vergessen, Spenden. Das sind 10%. Das wären 50% von deinem Einkommen. Wenn du am Anfang damit startest und ja, sagst, ich weiß eh nicht, wie ich um die Runden kommen soll, dann nimm vielleicht 5%, aber starte damit. Aber 10% wäre das Beste auf jeden Fall aufteilen. Wichtig ist, dass du in deine Bildung, in dich selber auch investierst. Ich habe da immer mehr investiert wie 10%, aber ich habe immer die 10% in dieses Marmeladenglas getan. Und das Zweite auch, weitergeben, spenden. Selbst wenn es am Anfang noch nicht so viel ist, gib auch weiter. Und den Rest, der ist für deinen Lebensunterhalt. Und immer wenn du ein höheres Einkommen hast, wenn du mehr bekommst, egal ob angestellt oder selbstständig, wenn mehr reinkommt, immer nach diesem System aufteilen. 10% da rein, 10% da rein. Ja, das war der vierte Tipp. Und der fünfte Tipp, nimm dir einen Mentor. Ich kann nur sagen,
für mich selber war das sehr, sehr wertvoll und wichtig, mir einen Mentor zu nehmen. Und ich möchte euch von Bodo Schäfer mal erzählen. Der hat nämlich 5 Fragen, die sein Mentor ihm gestellt hat und die ja ein Leben verändern können. Der Mentor hat zu ihm gesagt, stellen Sie sich vor, es kommt nichts mehr rein. Wie viele Monate können Sie noch leben? Ja, Bodo Schäfer hat damals gesagt, er könnte nicht weiter leben. Deswegen finde ich residuales Einkommen so wichtig. Zweitens, sparst du? Er hat damals gesagt, von was soll ich denn sparen? Aber es geht ums Anfangen. Ganz gleich, wie viel du sparen kannst, es geht ums Anfangen. Drittens, hast du einen Plan? Und es braucht einen Plan, wenn ich finanziell frei werden will. Viertens, spendest du Geld? Das habe ich vorher in der Empfehlung schon mit drin gehabt. Und die 5. Frage, wann willst du finanziell frei sein? Ja, vielleicht magst du dir einfach mal die 5 Fragen stellen, die 5 Tipps oder zumindest 1, 2 oder 3 davon anwenden und schreib unten rein, wie geht's dir mit dem Sparen und was setzt du davon um? Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.